Okay. Wir probieren es jetzt noch mal. Gleich. So, und weg mit ihm. Nein, kein Herumtreiber, nur ich. Und ich bin der Ende, der Ende, vor allem das Ende deiner Schicht. Mal kurz schauen. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Fuck, zu spät reagiert, beziehungsweise zu schlecht reagieren. Wurde ich entdeckt? Ja. Egal, wir lagern die erstmal hier alle im Keller. Sollten hier nicht schon zwei liegen? Der Tod? Bewusstlos. Bewusstlos. Ich speichere mal kurz. Ich will jetzt mal testen. Der muss doch jetzt mal tot gehen. Bewusstlos. So, ich will jetzt mal probieren. Einfach nur mal probieren. So, jetzt müsste der tot sein, oder? Jetzt ist er tot. Okay. Pff. Alles klar. Wir sollten uns nochmal angucken, was es hier so gibt. Schon mal das hier deaktivierend. Fuck, wir sollten das da unten noch entschärfen. Oh ja, gut, perfekt. Mal ganz kurz hier hinter. Fuck. Okay, und jetzt sollten wir uns den Typen schnappen. Oh ja, ist viel zu schnell alle. Jedenfalls, wenn ich da bin, überleg's dir mal. Was ist das? Was ist das? Ich konnte dich leider nicht mehr hören. Interessant. Ich
speichern. Leg dich mal zu dem netten, instabilen Öl. Wir schauen, ob es hier was zu klauen gibt. Das hier zum Beispiel. Okay. Wir eliminieren einen nach dem anderen. Das ist perfekt. Na los, komm mal mit. Ich zeig dir mal hier unten, ich habe da einen Fehler entdeckt. Und zwar hier hinten, da war ein Fehler in der Matrix, glaube ich. Geh mal hier in den Spinnenweben spielen, mein Lieber. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche, ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen, ich bringe Essen. Er sagt, ziehen Sie sich aus, ich ziehe mich aus. Boah. Och komm, das hast du echt nötig. Hauptmann Hole Creek. Wenn Sie und Ihre Männer morgen kommen, werde ich meinem Gewächshaus auf dem Dach arbeiten. Ich weiß, dass der Lord Regent von Ihnen verlangt, dass Sie mir auf Schritt und Tritt folgen, aber ich bitte Sie, mich nicht zu stören. Die Experimente, die ich durchführe, sind sehr empfindlich und ich muss sie zügig beenden. Gezeichnet und mit viel Liebe, Dr. Sokolov. Ich weiß nicht mal, ob er einen Doktortitel hat, aber Dr. Sokolov. Oh, hallo. Na, Süßer? Na, du siehst mich gerade eh nicht. Ach, der ist gar nicht hier. So. Schnucki, bringen wir dich mal hier rein. Kannst dich auf dem Sofa begnügen. Ja, nice. Oh. Der sitzt ja echt geil da. Hinter dem Ding sind die nicht zu sehen. Interessant. Zack und weg mit dir. Und auch du kommst aufs Sofa. Ja, der ist aber mal gut weggepennt hier. Ne? Kabelwerkzeug finden wir sowieso ziemlich viel. Da. Das freut mich. Aber keine. Keine von denen, okay. Oh, die können wir auch noch mitnehmen. Oh. So. Da ist der nächste. Ich muss Ihnen da noch was zeigen. Kommen Sie mal schnell mit hier. Spinnweben, die sind nicht so ganz hygienisch. So, das kann ich nicht durchgehen lassen. Ne? Also wenn man hier so ein bisschen mehr Sauberkeit halten würde, wäre das auch ein angesehener Betrieb, ein Forschungslabor. Aber so kann man das leider nicht durchgehen lassen. Das ist nee, das also... So arbeiten wir nicht in unserer Gesellschaft und das sollten Sie auch nicht tun. Das ist nur, damit wir uns verstanden haben. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Es ist besser, wenn Sie von all dem hier nichts mitkriegen.
So, Schnucki, du kommst mal mit. Ach so, nee. Da muss Energie weg. Ja, die lassen wir mal hier, die Schnucki-Putz. Ja, toll. Muss da aber reinkommen damit. Super. Vielleicht sehe ich gerade eine Möglichkeit. Und ich habe die Möglichkeit. Geil. Genial. Und ich habe wieder gespeichert. Und es kann weitergehen. Wir lassen dich mal hier. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Das ist doch ein Spaß, findest du nicht? Ich finde das toll. Auf jeden Fall. Das scheinen diese Flusskriecher zu sein. Floral Steam. Stem? Ah, Stem. Der Pflanzenstamm, so wie es aussieht. Betäubungsbolzen. Hier ist noch was zum Lesen. Anton Sokolov. Okay, da unten scheint noch was zu sein. Das hatte gerade noch geblinkt. Ah ja. Oh, da muss ich noch dran kommen. Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie. Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Bitte, Sir. Bitte lassen Sie mich gehen. Ah, sind Sie wach? Wie fühlen Sie sich? Viel schlechter. Hab ich die Seuche? Bitte, Sir, ich will nicht sterben. Na, 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 niemand wird sterben. Es geht Ihnen viel besser, Nummer 312. Die Formel, die ich Ihnen verabreicht habe, wirkt wie geplant. Ich kann Sie noch nicht gehen lassen, weil meine Studien noch nicht abgeschlossen sind. Aber ein weiterer Tag sollte dafür ausreichen. Wirklich? Sie lassen mich morgen frei? Ich werde nicht sterben? Ja, morgen werde ich die Wachen beauftragen, sie aus dieser Zelle zu holen. Vielleicht am späten Vormittag. Bestimmt. Aber diese Schmerzen, können Sie mir nicht etwas gegen die Schmerzen geben? Ich habe durchaus viele Schmerzmittel, aber ich kann Ihnen keine geben.
Das könnte meine Forschungen stören. Sie sollten dankbar sein. Dank meiner harten Arbeit und Hingabe haben wir schon bald ein Heilmittel für diese schreckliche Krankheit. Ja. Ja, danke, Sir. Danke. Danke. Boah. Heftig. Drei Runen brauchen wir dafür. Okay. Nun ja, wir werden erstmal versuchen, mit ihm zu reden. Was? Wie sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Ihre Tätowierung ist sehr ungewöhnlich. Sie erinnert mich an die Höhlenmalereien außerhalb der Stadt, die ich einst studierte. Wer hat Sie geschickt, Piero? Der Eifersüchtige. Kein Grund, sein Schoßhündchen zu sein. Sie und ich können uns einigen. Ich kann mehr als das bieten, was Piero Ihnen versprochen hat. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß nicht, wie Sie all die Wachen überwunden haben, aber ich nehme an, wollten Sie meinen Tod? Dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ganz ich genau. Ich kann Ihnen alles geben, was in meiner Macht steht, wenn Sie mich nur gehen lassen. Sie scheinen ein intelligenter Mann zu sein. Also sollten Sie wissen, dass es Auswirkungen haben kann, wenn Sie mir etwas tun. Ich bin der kaiserliche Arzt, Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Bleiben Sie stehen! Haben Sie denn kein Herz? Bitte! Bevor Sie überstürzt handeln, ich glaube, wir können uns einigen. Egal, wer Sie schickt, was immer Sie dafür bekommen, ich verdopple es dreifach. Nein? Nun, Geld ist nicht das Einzige, das ich im Überfluss besitze. Suchen Sie andere Belohnungen? Sie scheinen ein energischer Mann zu sein. Kann ich Ihnen das versucht ja alles. Sir? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß... Halten Sie einfach die Schnauze, Sokolov. Sokolov hier. Exzellente Fortschritte. Testsubjekt 312 verfällt... Wie vorhergesagt? Sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befallen. Der Ausschlag brachte Pusteln hervor, graue um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Voll heftig. Eigentlich gibt es keinen Grund, sie laufen zu lassen, weil sie hat ja theoretisch schon die Seuche. Lassen Sie mich allein. Gut. Wir lassen sie allein. Wie sie es wünscht. Aber bevor wir das tun, müssen wir diese Wache noch eliminieren. Das machen wir auch. Und weg mit dir. Schönes Haus übrigens. Finde ich sau cool. Genial, wow, wir wären einfach hier hochgekommen. Wow. Tja, aber ich wollte ja alles mitnehmen. So, wir gehen wieder runter, weil ich will noch die Sachen hier. Geil. Oh, wie schön. Wir halten da ist.
und ich laufe noch mal ein wenig mit ihm hier rum. Aha. Ah. Ja, dich lassen wir mal hier, sonst schleppe ich dich wieder durch die Gegend. Da 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 da. Und zack. Ganz nice. Auf dass wir gut rauskommen. Samuel. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Verdammt. Fuck. Wir wissen, dass du hier bist. Oh, ich muss neu laden. Oh. Ach, apropos. Wir haben nichts mehr hier, ne? Ich liege Beine in den Säulen. Blut unter den Steinlacken. Viele haben beim Bau dieses Gebäudes ihr Leben gelassen. Viele sind getrost auf der Brücke. Bankrotte Männer, verlassene Frauen, Seuchenopfer sind alle von dort hinabgesprungen. Zerstoßene Mineralien, Nutztiere, Fläschchen voller merkwürdiger Flüssigkeit. All das und mehr braucht er für seine Experimente. Die Luft ist dick und abgestanden. Ätzende Dämpfe wallen noch in der langen Meer. Sokolov sieht den Kapitän am Ruder und den Leviathan in seinen Stoßzähnen. Was siehst du in den Sternen? Ich freue mich darauf, mich auszuruhen. Ich rieche Beine in den Sonnen. Ja, okay, jetzt labert sie wieder dasselbe. Viele haben beim Bau dieses Gebäudes ihr Leben gelassen. Ausschwärmen. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Mhm, es gab keinen Zwischenfall. Also doch, den gab's schon. Ich bin der Zwischenfall, aber das hat euch nicht zu stören. Gibt es hier noch was? Ich glaube kaum. Ist da vorne noch was zu holen? Nein. Okay. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Ja, bringen wir Sokolov zurück. Wenn wir ihn zurückbringen würden, wäre er ja schon dort gewesen. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Chirurg. Okay. Niemanden getötet. Entdeckt wurde ich. Ja. Dem Perlendieb gefolgt. Pratchetts Tresor ausgeraubt. Die Frau, hilflose Frau vor den Ratten gerettet. Natürlich. Allgemeiner Chaosfaktor niedrig. Alarme ausgelöst. Null Ziele eliminiert und Gegner eliminiert. Zivilisten. Geil. Münzen gefunden. Was? Da war noch mehr. Okay. Interessant, aber wir haben ziemlich geile Sachen gefunden. Ziemlich gut. Dann setzen wir fort. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. As we all did. Da warten sie schon auf uns. Gut,
Gut gemacht, Corvo, gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Mhm. Das klingt gut. Ich möchte erst etwas runterkommen und Emily gute Nacht sagen. Das klingt noch besser. Wo ist Emily? Und wer weiß, vielleicht haben wir bei Piero ja was Neues. Ich eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Mhm. Schleichschuhe 1. Deine Schritte sind leiser und schaltet frei Schleichstufe 2. Geil, dann nehmen wir die doch gleich. Springminenkapazität brauchen wir nicht. Springminenradius brauchen wir auch nicht. Gekauftes Betäubungsbolzen können wir wieder auffüllen. Ja, Armbrustbolzen. Pyrus Elixier. So, ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Tatsächlich nicht. So, wir gehen mal zu Emily. Oh, sieht das geil aus. Wir müssten auch hier rüber zu Emily kommen. Und jetzt, dank unserer neuen Springfähigkeit, noch viel leichter. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Hm. Dann machen wir doch mal ein bisschen Krach. Hast du das irgendwie gemacht? Beim großen Nichts, was war das? Hallo? Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird sie hat so immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was Kerze. Sie alles durchgemacht hat. Manchmal ruft sie nach Ihnen. Ja. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Alles klar. So, ich glaube, wir können... Nein, können wir noch nicht. Ich sehe noch Loot. Ich sehe noch mehr Loot. Nun, da Sokolov unser Gast ist. Fragen Sie ihn, wie... Corvo? Oh Gott. Kann ich Ihnen etwas sagen? Ja. Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Mhm. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. So wie ich auch. Mhm. Gut, dann gehen wir mal schauen. Weil da war Loot. Ja, nice. Da muss ich hin. So, hallo, der Apfel gehört mir. Das hier auch.
Hallo, Arschloch. Oh, Loot. Da ist der Schlüssel. Genial. Loot, Loot, Loot. Loote die Loot. Da liegt Loot. Oha. Ich höre etwas. Und zwar eine Rune oder ein Knochenartefakt. Das würde ich jetzt gerne holen. Aber wo? Dort drin. Ah, unterm Bett. Akrobat. Du kannst etwas schneller klettern. Okay, das... Ja. Hallo? Ich habe da gerade noch Loot gesehen. Bin ich mir ganz sicher. Da unten. Wichtiger Loot. Okay. Aber da kommen wir doch hoch, oder? Ja. Und da scheint auch noch was zu sein. Das nehmen wir gleich nochmal. Ist es dein Ernst? Da kauft man sich erst welche und dann... Oh. Lord Pendletons Belohnung. Corvo, die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich. Darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich ihrer auf andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant! Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen, Lord Trevor Pendleton. Danke. Notiz von Piero. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebendigen Weiner organisiert haben. Ein unterschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie, weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird. Gezeichnet Piero. Gerne. Und warum verkaufst du mir Betäubungsbolzen, wenn du ganz genau weißt, dass hier oben noch welche liegen? Ich hoffe, die sind nächstes Mal auch noch da. Nun gut. Dann gehen wir schlafen. Doch bevor wir das tun, sage ich nun vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat dir gefallen bis hierhin. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt... Schade, wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Ich will eine schöne Abmoderation mit Mond. Oh, das sieht auch geil aus. Und? Wenn es wieder heißt Dishonored. Und auf dann bis Wiedersehen. Ciao.